Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stellen wir euch das Spiel Blocky Votes vor. Vielleicht habt ihr dieses Spiel ja schon mal im App Store gesehen, denn es ist schon eine Weile ziemlich weit oben in den App Store Charts. Wir klicken jetzt einfach gleich mal auf Play. Dann kommen wir jetzt hier auf so einen Bauernhof, haben jetzt hier zum einen sozusagen unsere Umkleide, das heißt, hier können wir unsere Spielperson, seht ihr auch gleich schon, die sieht aus wie bei Minecraft, können wir jetzt verändern, das heißt eine andere Hose, einen anderen Oberteil und einen anderen Kopf, sieht genau wie ein Skin bei Minecraft aus. Hier haben wir unsere Garage, da können wir uns jetzt eben neue Autos kaufen und auch selber Autos bauen, das zeige ich euch gleich kurz. Also ihr seht hier, diese Autos sind hier zur Verfügung. Gekaufte Autos kann man dann hier noch upgraden. Das heißt, ihr habt jetzt hier die 4 Upgrade-Möglichkeiten. Jedes Element kann man bis zu 10 Mal upgraden. Ihr seht hier, haben wir zum Beispiel 5 Mal von 10 Mal upgegradet, 6 Mal, 6 Mal und das auch 6 Mal. Oben haben wir unser Geld, was man natürlich für das benötigt. Hier können wir unser Auto noch umlackieren, indem wir hier eine Farbe auswählen. Dann können wir die einzelnen Blöcke eben markieren und dann machen wir die an. Genauso läuft es auch, wenn ihr ein eigenes Auto bauen wollt. Also gehen dann jetzt hier mal auf ein eigenes Auto bauen. Das kostet eben Geld, haben wir jetzt nicht genug. Und dann müsst ihr eben auch, kriegt ihr nur das Gestell und müsst dann eben mit diesen, so wie ihr auch gerade bei den Farben gesehen habt, das eben zusammenbauen. Hier geht es dann jetzt los, hier haben wir uns jetzt unsere Level. Ich mache jetzt mal kurz das erste Level, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Hier unten haben wir unsere Benzinanzeige, hier haben wir unser Gaspedal und hier eben das Bremsen. So, und jetzt müssen wir hier eben den Parcours fahren. Ihr seht, auf dem Weg sind dann hier solche Münzen. Jetzt war es nicht so, beziehungsweise wir haben es nochmal geschafft, uns zu drehen. Wenn man eben auf dem Kopf stehen bleibt, dann hat man es nicht geschafft. Dann ist nämlich das Auto kaputt. Ja, und auf dem Weg sind dann hier noch so besondere Elemente. Ihr seht jetzt hier, die wo uns schneller machen. Dann war jetzt hier gerade so eine Schatzkiste, die uns eben noch mehr Münzen gibt. Hier haben wir gerade noch ein neues Benzin eingesammelt, damit wir eben auch ans Ziel kommen. Hier oben seht ihr unseren Fortschritt, wie weit es eben noch ist, bis zum Ziel. So, jetzt fahren wir hier noch den Berg hoch. Und wie gesagt, die Münzen brauchen wir eben, um die neuen Autos zu kaufen und um die zu upgraden. So, dann gehen wir jetzt zurück zu unserer Farm. Und ihr braucht die Münzen ebenfalls, um neue Level freizuschalten. Also ihr seht hier, dieses Level haben wir noch nicht freigeschalten. Es gibt bis jetzt 12 Level, werden immer teurer eben. Also es gibt keine In-App-Käufe. Das heißt, ihr könnt das Spiel auch so gut spielen. Ich mache jetzt mal noch das 5. Level. Die Level werden auch eben immer länger. Wir hätten uns jetzt eigentlich auch ein anderes Auto mal aussuchen können. Hier seht ihr noch einen Geist. Das heißt, unsere letzte Fahrt. Ja, und damit wär's das von diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin.